So, hier sind wir wieder zurück in der Stuttgart Open mit Turniergeschehen. Und jetzt haben wir das erste Achtelfinalspiel. Und wir sehen schon die Kontrahenten, für die, die sie nicht schon kennen. Zur Rechten haben wir Valerie Kulojans aus Bayern. Und jetzt in der nächsten Saison gehört habe auch schon für Fürstenfeld, Entschuldigung, Fürstenfeldbruck an den Start geht. Und zur Linken haben wir Gino Weißenberger. Eher den baden-württembergischen Spielern ein Begriff, der schon drei Landestitel für sich bei den Herren, nicht von der Jugend, entscheiden konnte. Jeronimo Weißenberger, jetzt 22 Jahre alt, wird wohl Abogschaftsrecht studieren. Und Valerie Kulojan, 26 Jahre alt, studiert bereits Bauingenieurwesen. Also, da haben wir auch ein Match, das... Da sind wir von der Ausbildung sozusagen auch schon ganz weit vorne hier. So, erstes Break für Jeronimo Weißenberger. Absolut zentrale Lage für die Weiße. Schauen wir mal, 6-7. Er kriegt die 6. 7 war knapp zu kurz. Und die Weiße sieht ein Fitzelchen von der 1. Und da darf ich Bastian nimmt eine kleine Pause, Mittagspause sozusagen, muss was essen. Das habe ich gerade schnell hinter mir gebracht und von daher führe ich jetzt ein wenig etwas alleine durch dieses Match und vielleicht stößt nachher noch Martin Pogutke zu mir oder eben auch Sebastian. Das werden wir sehen. Ich glaube, die 1 ist spielbar und würde wohl auch tun, hier in die obere Ecktasche die Weiße unter Kontrolle zu halten. Kann ich nur schätzen aus der Perspektive, aber wenn er sie in Richtung 5 laufen lässt, sei es, dass er sie auch noch leicht berührt, dann hat er schon gute Chancen, das auch fortzusetzen, was natürlich nicht ganz leicht ist hier. Ja, gegen die 5 laufen lassen, 1 leider verfehlt. Hinterlässt aber jetzt nicht gerade einen leichten Ball, so lang, so dünn. Geht man da drauf oder spielt man das safe? So, wir haben es gestern genannt, Alt-Weiber-Safe. So. Die 1 zum Beispiel einfach links rüber, dass im Bildschirm sozusagen die obere Bande wäre und die Weiße vielleicht rechts an die untere lange Bande. Oder man geht eben den Ball an. Mal sehen hier, wie die Variante von Valerie lautet. Geht wohl auch safe und... Diese Variante ja, könnte sagen, nicht ganz optimal gelaufen, aber dennoch gut, weil der 1 ist für ihn jetzt direkt nicht spielbar, denke ich. Jedenfalls nicht in die Mitteltasche. Und wenn er sie in die Ecktasche spielt, dürfte die Weiße fast nicht zu vermeiden sein, dass sie in die Mitteltasche fällt. Als Favorit würde ich in diesem Match würde ich die Favoritenrolle dem Valerie geben. Aufgrund der großen Erfahrung, die er bereits hat. Und vor allem auch nicht nur groß und lang, sondern auch eine intensive Erfahrung, die er bereits hinter sich hat. Ich habe es, glaube ich, in einem anderen Match schon mal angesprochen. War auch schon das eine oder andere Mal in Amerika und hat da nicht nur Turniererfahrung gesammelt, sondern ziemlich harte, ziemlich intensive Erfahrungen. Das ist eine Schule, die ja nach eigenen Aussagen so intensiv kann man das in nichts erleben, hat er gesagt. Da zählt auch keine Bundesliga oder nichts. Oder Eurotour oder sonst was. Das ist nicht meine Aussage, sondern eine Originalaussage von Valerie. So, jetzt eine schwere Entscheidung für Jeronimo. Aber auch wenn er nicht in der Favoritenrolle steckt hier, ist er durchaus fähig, diese Partie zu gewinnen. Das Spielvermögen hat er. Dreimal Landesmeister Baden-Württemberg. Und da geht ihm natürlich die Weiße. Fehler de Fatal, geht ihm die Weiße ab. Ansonsten war es ein netter Versuch auf einen Save. War eh in schwieriger Situation. Schließlich war es ja auch ein Save von Valerie. Und... Ja, also ich war zuletzt stehen geblieben, dass er natürlich die Fähigkeiten hat hier. Dieses Match durchaus für sich zu entscheiden, falls Valerie hier allzu viel, falls Valerie Fehler einbauen sollte.
Fehler, die er eventuell sonst nicht machen würde. Aber davon ist nicht auszugehen. Deswegen, genau deswegen hat er die Favoritenrolle. Was aber nicht heißt, dass er tatsächlich gewinnt. Das schauen wir uns jetzt erstmal an. Da ist ja der Spannungsmoment hier drin. So, tief, bisschen von der Tangente entfernen, möglichst nah an die, ins Mittelloch kommen und dann zwischen an der 7 rechts oder links vorbei für die 3. Aber gerade so noch dran vorbei. Der lange Weg von der 4 zur 5 dürfte noch der entscheidende Moment sein. Überlegt ein bisschen, welche Position hier wohl das Beste wäre. Natürlich, wenn er die Weiße jetzt an die rechte lange Bande legt, dann hat er einen ziemlich natürlichen Weg, der aber leider ein bisschen verbarrikadiert ist von der 8 und der 9 und deswegen muss er da schon ein bisschen genauer hinschauen. So, was haben wir denn hier? Geronimo gegen Valerie. Ja, wir tauchten hier plötzlich rechts neben mir schon wieder auf. Total gestärkt. Kompliment an die Grillstation. Habe ja auch schon wieder ein paar variantenreiche Grillvariationen genossen vorhin. Mhm. Opa gleich. Ja. Man weiß ja nie, wie lange es halten muss, ne? Auch wieder wahr. Ah, merkt man deinen Erfahrungsvorsprung. Ja, ein bisschen verspätet steige ich ein in eine Partie, die ich gerne sehe. Ja, warum? Ja, Valerie ist natürlich aus unserer Ecke, hat als Youngster jahrelang in meiner Liga mitgespielt irgendwie. Hatten wir einige Matches gegeneinander und es ist dann schön, wenn man sieht, dass die Jungs dann es einfach ernst nehmen und einen großen Schritt machen. Schön ist das. Ich finde es immer furchtbar, wenn ich sehe, wie gut die anderen werden und wie schlecht ich werde oder so. Das mag bei dir zutreffen, bei mir wiederum nicht. Vielen lieben Dank. So, das liegt mir also am Herzen. Es liegt mir auch am Herzen, über E7 zu sprechen. Gerade haben wir es eingeblendet gesehen. Unglaublicher Aufwand, der hier betrieben wird. Mhm. Wir haben gerade so ein bisschen mal hinter den Kulissen quasi gesprochen, was das für ein Serveraufwand ist, wie viele Computer sich hier heiß laufen, dass das alles so blendend läuft. Ich meine, wie viel Vereine oder wie viele Turniere haben allein schon so eine eigene Turnier-Webpage. Ja. Also da ist wirklich sehr professionelle, großartige Unterstützung. Normal kann man sich das gar nicht leisten, wo soll das Geld reinkommen? Wo soll das Geld reinkommen? Ich meine, im Billard kommt traditionell nichts rein, oder? Mhm. Habe ich was nicht mitgekriegt. Und E7 hat da wirklich, dreht da wirklich den Euro nicht um, das muss man ganz klar sagen. Unterstützt Poolstage vom ersten Tag an. Das ging ja los so 2010. Die erste Meisterschaft, glaube ich, war Biel Open. Mhm. Und da hat sich auch wahnsinnig viel getan. Also die entwickeln mit, das ist ja nicht nur ein Partner, das ist ja wichtig in solchen Dingen, wo es heißt, hier hast du irgendwie ein paar Euro, sondern mitentwickeln, sich einbringen, echter Partner eben sein. Mhm. Das ist wirklich, die verbessern natürlich ihre Abstimmung immer mehr. Perfekt, das ist wirklich großartig. Ja, und ich habe mich, vorhin habe ich schon gesagt, wie das Match begonnen hat, dass ich hier Valerie durchaus die Favoritenrolle gebe. Und dass einigen Zuschauern, die vielleicht jetzt nicht aus dem baden-württembergischen Raum kommen, wahrscheinlich Geronimo Weißenberger jetzt nicht so der Begriff ist. Aber hier in Baden-Württemberg ist er das, hat schon dreimal Landesmeister gemacht. Okay. Auch schon bei den Herren, obwohl er noch in der Jugend gespielt hat. Und somit hat er durchaus das Potenzial natürlich, falls jetzt Valerie tatsächlich sich ein paar Schnitzer erlauben sollte, hat er das Potenzial durchaus zu gewinnen. Okay. Valerie hat eine gigantische Entwicklung hingelegt, die letzten Jahre. Gigantische Entwicklung. War lange so ein bisschen das Talent, hat so ein bisschen Körpersprache von Roman Hübler übernommen, mit dem er als junger Spieler schon im Verein war in Dachau. Mhm. Ist aber ein ernstzunehmender Senior, absolut, mittlerweile. Ja, er ist ein knallharter Spieler. Brauchen wir überhaupt nicht. Knallharter Spieler.
Hätte ich in Klammern gerne auf meiner Geheimfavoritenrolle. Ja, dann darf man gerne dazufügen. Jetzt, ja. wo meine Favoriten alle weg sind, klaue ich dir den einfach, okay? Und da hat er auch schon die Führung. 1-0 und kann mit eigenem Break fortsetzen. Geronimo wird wohl ist 22 Jahre alt, wird Oktober wahrscheinlich Wirtschaftsrecht studieren. Okay. Kann man immer brauchen, Wirtschaftsrecht. Kann man aber gerade sagen. Hat eh keine Recht, das heißt, er wird sich eh immer gestritten. Ne? Und ja. Noch einmal ganz kurz der Sprung zurück zu den Partnern und Sponsoren. Mascues haben wir schon als Hauptsponsor ja benannt. Mhm. Qpod und billardpro.de, die Premium-Sponsoren. Und bei dem E7, wir haben gerade über diese innige Beziehung gesprochen, über dieses echt sich einbringen, hat natürlich auch damit zu tun, dass Simon Schmidt selbst super Billardspieler ist. Mhm. Ja, und ja, diese Leidenschaft ist natürlich dann auch irgendwo so die gemeinsame Plattform für... Er hat mich sogar einmal engagiert für ein Ligaspiel. Ich habe einmal Liga zusammen mit ihm in der Mannschaft gespielt. Einmal. Ja, schon. Das hat dann gereicht. Das hat dann gereicht. Er war so schlecht, dass er nie wieder was von dir wollte. Am Ende haben sie dich noch 14 einspielen lassen. Was für ein Fehler. Darf man dem Drittplatzierten bei der inoffiziellen WM durchaus mal an den Kopf werfen im Flachs, denke ich. Natürlich. Ja, Geronimo, ich kannte ihn tatsächlich vor meinen Auftritten hier rund um Stuttgart nicht, habe ihn dann über Poolstage und über Ergebnisse und die Turniere hier den Namen wahrgenommen. Okay, das ist die Person dazu. Okay, wunderbar. konnte auch gleich vorhin hier hat er die Weiße abgehen lassen, also schon einen überzeugenden Einstieg gebracht. Unglücklicher Einstieg natürlich. Und natürlich wird ihm der Valerie ganz schön gehörig Aufgaben geben. So wie jetzt, nach diesem Break. Ist ja ein richtig grausamer Turniertag heute Vormittag gewesen. Also es ist wirklich viel passiert. Aktuell spielen, ich lese das einmal noch ganz schnell runter, Buck und He, Bazzana, der Italiener gegen Roman Hübler, Gross gegen Haradinaj, Malin Köhler gegen Niklein, Sebastian Stab gegen Dominik Jentsch, auch eine Hammerpartie. Dann diese Partie, Weißenberger Kulojans, Heus Endres und Braun Rumland. So. Und hier sehen wir auch schon Werbung, Shirt, atombillard.de, darf ich auch gerne erwähnen, wenn es schon auf dem Shirt hier Thomas Golovic drauf ist, steckt Thomas Golovic dahinter. Sehr genau. Verlässlicher Partner, wenn es ums Billard geht. Ja, definitiv, engagiert sich großartig. Baut mittlerweile auch Kös. Hat gerade zwei namhafte Aufträge. Mhm. Gerade für, ich glaube, Rush Handel. Drei eigentlich, wenn ich genau nehme. Ich glaube Rush, ich glaube Tony Drago und er baut mir gerade einen Breaker. Also insofern, ja. Das sticht natürlich heraus. Das sollte man auf alle Fälle erwähnen, ja. Jetzt breake ich ja gar nicht so oft. Ja. Was wiederum gegen das Winnerbreak spricht, ja. Also für das Wechselbreak. Deswegen bist du für Loser Breaks. Für Loser Breaks gleich, ja. Also jetzt. So. Ja, einige Spieler haben das schon bemerkt auch, was hier in Sachen Break an dem TV-Tisch so passiert ist. Weil wir haben viele Dry Breaks gesehen, aber... auffallende Fünf-Kugel-Breaks, ja. Die nun wahrlich selten sind, weil da müssen dann schon alle 10%-Quote oder 5%-Quote-Bälle mitfallen. Ist aufgefallen? Ja, also einfach so. Haben Sie darüber diskutiert oder was? Ja, ich habe gerade mit Roman Hübler zum Beispiel gesprochen und er hat gemeint, ja, wie ist das mit dem Break? Sag ich, ja, muss ein bisschen schauen. Ja, ich habe schon gemerkt, ja, ich habe zweimal Break gesehen irgendwie an dem Bildschirm hier, auch verfolgt eben. Ja, wir haben alles gesehen, also sehr unberechenbar. Wer hat hier das erste Break gehabt?
Geronimo. Okay. Genau. Ja. So, die kann er angehen, schätze ich mal. Die Weiße führt ihn ja fast natürlich knapp an die 10. Das heißt, er kann einen Effet geben. Ich glaube, er kann genug Effet geben, um vielleicht sogar noch in die lange Bande zu kommen und mit zurück in die Tischmitte. Oder er lässt sie einfach knapp an der 10 vorbeigehen, um die 3 zu spielen. Er kontert den, oder? Kontert vor der 10, genau. Er kontert den vor der 10 mit der 4. Ja. Geht vielleicht. Geht vielleicht. Wenn du konterst, musst du ihn fast deutlich kürzer spielen. Dass du wirklich sagst, du bist so auf wirklich Mittellinie zufrieden. Wenn du Laufefehl spielst, musst du halt entweder extrem viel, dass du noch die lange Bande erreichst, falls es möglich ist, damit du wieder zurückkommst, mehr in die Tischmitte. Oder eben nur so ein bisschen, wie der Schwabe sagt, ein bisschen, dann, dass er wirklich nur knapp an der 10 vorbeigeht. So, da hat es aber noch gut gereicht. Und jetzt kommt ein wesentlicher Punkt. Auch wenn die 5 vor der Tasche liegt, braucht man da schon akutes, wie sagen die Bayern dann, akutes Platzerl? Hä? Akutes Platzerl? Akutes Platzerl. Probier es nicht, dafür hörst du mich, ja? Lassen wir es, okay. Ich habe dir übrigens immer noch nicht die Story erzählt, du hast mich vergessen zu erinnern. Die Story, wie Keith McCready... ich habe gestern beim Einschlafen noch dran gedacht. Und dann gibt es auch noch die Story, ich habe inzwischen die Geheimsprache von einigen bayerischen Mitbürgern rausgefunden. Ich weiß inzwischen, was die Abkürzung Pfirti eigentlich heißt. Ja? Pfirti? Ja, ja. Gibt es keine Geheimnisse. Werden wir noch erörtern. Geronimo. So, wie ist er denn in diese Lage gekommen? Also Vorbande den anzugehen, geht schwer natürlich, ganz klar. Wenn man ihn probiert, welche Option? Eher zu voll oder zu dünn? Zu dünn scheidet aus, weil das wäre nämlich an der Foulgrenze. Also ja. Und zu voll, was passiert da? Geht nämlich zu noch, dann könnte er nämlich einen Safe bekommen. Ja, relativ einfach. Geht dann lang an die Bande und die Weiße auf die andere Seite. Und er hätte Position, sofern er sie nah genug an die Bande bekommt, für die 6. Macht sie sogar, super. Super Ball, ja. Wollen wir gar nicht weiter diskutieren, sozusagen. Und jetzt kommt es drauf an. Wenn er die sehr voll spielen muss, hat er Schwierigkeiten, rüber zur 7 zu kommen. Wenn er sie dünn spielen kann, dann läuft die Weiße mit eigenem Speed noch weit genug rüber. Mal gespannt. Weil besonders fest kannst du ja nicht spielen, da bremst du dann wieder an der Bande ab. Ne? Das ist immer das Problem. Und hat er keine Variationsmöglichkeit gehabt, weil die weiße Presse in der Bande lag. Jetzt muss er tatsächlich einen Banger spielen, wenn er überhaupt noch möglich ist. Ja, wenn, dann geht er nur ziemlich relativ flott. Firm mit Inside English. Ja? Und dann kann er die Position zur 8 auch halten. Ach, hat einen guten Prozentsatz. Hat, glaube ich, eine ganz gute Chance, ja. Ich meine, er wollte sicher rüber mit der Weißen. Das denke ich schon. Was? Hier kommt er. Man kann sagen, der liegt. Perfekt gespielt. Ziemlich Stange eigentlich, aber er muss eben dieses Tempo finden, das ist ein bisschen kurz macht. Sehr viel Gefühl ist da erforderlich. Und damit, wenn er die 2 Kugeln noch auf sein Konto bringt, dann hat er den Satz auch noch weiterhin ausgeglichen gehalten. Das ist das Wichtigste erstmal für ihn. Rebreak sozusagen. 1-1. Ja, da kommt schon der erste Applaus. Da kommt ja Lokalkolorit durch. Weiß nicht, wo der herkam, der Applaus hier. Können wir den Applaudierenden entlarven eventuell, kameratechnisch? Könnte eventuell sein Vater dahinter stecken? Ah, er wird mehrere Freunde und Fans hier. Ja, ja, ist ja kein Unbekannter. Karambolage haben. Ist ja kein Unbekannter hier in dem Stuttgarter Raum. Jetzt denken sich die Zuschauer, Zuhörer, Karambolage? Die spielen doch Pool. Ja. Aber
Wenn die Tasche nicht getroffen wird, ist hier und da auch mal eine Kamera. Ach so, meinst du? Ich dachte eigentlich eher daran, dass der Laden hier so heißt. Ja? Nun, spielt übrigens für den PPC Aalen, der Geronimo. Und da beten sie mich immer, dass ich das genau auseinanderhalte, die Bezeichnung. Weil da gibt es zwei Clubs in Aalen, PPC Aalen und, jetzt habe ich mich wieder in Nesseln gesetzt, der andere Club von Aalen. Und ja, das ist, wird offensichtlich herrscht da eine Bezirksrivalität. So. Ah, okay, ja, das ist ja was Gesundes. So wie Schalke und Dortmund oder so. Ja, das ist, finde ich, nur gut eigentlich, wenn genau. Das auf einem vernünftigen Niveau abläuft. Wärme. Das ist ähnlich wie mit Dachau und Fürstenfeldbruck. Das unterstelle ich denen jetzt erstmal. Ja, die finden das alle super. Also. So, wir lesen mal nebenbei im Billard aktuell hier ein bisschen. Nette Grüße in die Kommentatoren-Lounge. Wir sollten mal ein Foto posten. Also Lounge ist vielleicht übertrieben. Aber wir haben hier es noch ein schnuckliges Plätzchen haben wir auf alle Fälle. So, so. Ich glaube an Eckhard Agassi im Finale. Ja, das könnte durchaus passieren. Mhm, kann sein, ja. Wenn wir so lange durchhalten, schaffen wir das? Machen kaum Fehler im Sitzen, ne? Mein lieber Schwan, ja. Hier kriegen wir schon die Insider-Informationen. Ja. In Rot. So, während Geronimo hier seine Kreise zieht, ich weiß nicht gar nicht, wie die Sache seinen Anfang genommen hat. Er hat das Break gehabt, offensichtlich ist er seit dem Break am Tisch. Hm? Also, gehen wir mal von einem guten Break aus. Ja, war ganz ordentlich. Ich hatte den Einsteiger da liegen. Insofern. 3, 4, eigentlich Pflichtprogramm, aber wir wissen ja genau, was das bedeutet. Entscheidet sich vielleicht, ob die 7 an der 9 vorbei in die Mitte geht. In die eine Mitte denke ich auf jeden Fall. Aber ob die andere noch available ist, wird sich zeigen. Ja, so eine schöne Einstellung von oben hier. Sieht man, dass er das Kö ziemlich akkurat von hier akkurat führt hier. Von hier hat es fast ausgesehen, als käme er auf. So, jetzt schaut er sich da, wo er steht. Auf die Seite will er offensichtlich zur 7 hin. Und das ist ein ziemlich kleines Positionsfeld. Und da kommt er genau rein. Da kommt er doch genau großartiger rein. Ball. Ne? Wobei die Bande natürlich immer eine gewisse Anziehungskraft entwickelt. Da hilft vielleicht die Neuen so ein Stück weit. Bopp. Guckst du mal. Irgendwann werden wir die Bandenhersteller auch noch entlarven. Die haben da mit Sicherheit so Kugelmagneten eingebaut immer, oder? Wahrscheinlich, ja. Fühlt sich manchmal so an. Cool, wenn ich so diese Stellung jetzt von 5 auf 7 nochmal Revue passieren lasse, spielt er cool runter. Das war ein richtiger Brocken. Er ist ein sehr, naja, wie soll man sagen, trockener Spieler, nüchtern, unaufgeregt, würdest du sagen. Ja. Das sind so zeichnet auch seine Qualität aus. Sturm- und Drangzeit hat er, glaube ich, schon mit 14 hinter sich gehabt. Oder? Also, okay. Ja, jetzt schon seit 18 Pokerface angesagt hier. Und holt sich die Führung 2-1 in unserem Match auf 7 Gewinnspiele. Quality, Performance, you can believe in. Der Slogan von Mascues und Make a Difference to Your Style von Q-Pot. Die neue Firma am Billard-Firmament. Ja, finde ich gut. Alles, was Bewegung reinbringt, ist definitiv die richtige Richtung. So, Valerie, gleich am Break. Haben ja auch Werbung beim Porsche Supercup laufen. Das heißt, da sind zwei Porsches, sind ausgestattet mit Q-Pod-Werbung. Ganz groß, also viel größer wie die anderen Werbepartner von Porsche dort. Und da steht ja auch drunter unter Q-Pod, ne? Defining Elegance in Q-Sports.
Okay. Und somit werden ja ganz andere Leute, wirklich einflussreiche Leute, darauf aufmerksam, was ist das? Ja, klar. Und Defining in Q-Sports, aha, Billardsport, aha, da ist was, Q-Sports. Ja, super. Und das ist natürlich ein Transporter. Damit machen sie generell Werbung für Billard die ganze, eigentlich. Für ja. die ganze Szene. Super, großartig. Gutes Projekt haben wir traditionell eigentlich, der Valerie. Schauen wir mal. Puh, der war schmackig. Immer diese Softbreaks. Hab einen kleinen Kick gekriegt hier. Die sehr 1, ordentliches Break, kann man behaupten. Ja. Die Weiße hat einen Kick gekriegt, ist aber die knackiger Einsteiger. Knackiger Einsteiger, aber machbar. Aber ein Einsteiger. Ist ihm absolut zuzutrauen. Da hat er bestimmt eine 90%-Quote drauf oder mehr. Und das Gute ist, er kann sie rollen lassen, weil die 2 bekommt dann automatisch Position, wenn er sie rollen lässt. Und von dort aus ist es eigentlich so ein Sonntagnachmittagsspaziergang, wenn er die Konzentration aufrecht hält, seinen Fokus, den er jetzt vor allen Dingen bei der 1 braucht. Mal sehen, ob er den ohne anzuecken überhaupt reinkriegt. Valerie Kulojans. Und. Oi. Gute Ecke daneben. Ein bisschen zu hart gespielt, finde ich. An der Stelle die Brillenwerbung zu machen, halte ich für relativ frech. An dieser Stelle die Brille. Es ist nicht wirklich Brillenwerbung. Ja, ich weiß schon. Es ist eigentlich nur die. Für die hochgepuschte Brille. Die Oma für die Brücke für die Brille sozusagen. Ja, genau. Ja, warum hat er den so festgespielt? Wäre der leicht nicht gegangen? Das weiß er sicherlich besser. Er stand ja davor, aber hat mich gewundert. Macht auf mich ein bisschen nervösen Eindruck, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, er sitzt auch so ein bisschen nervös, zappelig irgendwie in seinem Platz. Ja, das soll er mal am besten schnell einstellen, weil sonst zieht Geronimo, könnte ihm den Zahn schnell ziehen sonst. Hatte wie gesagt eine großartige Erfahrung in Amerika jetzt. Ja. Du hast davon schon berichtet. Habe ich gleich am Anfang auch schon erwähnt, dass das nach eigener Aussage eine Erfahrung war. Es war ja kein Turnierspiel, aber es war auch neben dem Turnierspiel noch ganz andere Erfahrungen gemacht und da hat er gesagt, das war weitaus intensiver wie Bundesliga, Eurotour oder sonst irgendwas. Das kann man nicht machen. Ne? Und ja, das sind dann noch Aufgaben, die kann ich zum Beispiel, wenn ich tatsächlich mal Leute habe, so Kunden, die so Training nehmen, um das zu sagen, kann ich nämlich auch Aufgaben stellen. Die kann ein Lizenztrainer, darf er gar nicht, das wäre gegen seine Satzung. Die darf er gar nicht durchführen. Das finde ich cool. So, schön rausgelöst hier. Beziehungsweise die 9 einfach auch das Blocker genommen. Jetzt muss er aber Acht geben. Ja? Das Bild im Kopf, Stay hinter die 9 hat er sicher gehabt. Das muss man dann wieder rauslöschen. Also er hat sicher für einen Moment dran gedacht. Er muss also die 9 idealerweise treffen, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja. Und dann dieses Abspulen, das haben wir ja ganz hervorragend bei Dominik Jentsch gerade gesehen. Für Rhythmik ist es durchaus ein Modell. Das meine ich mit Abspulen. Das ist eigentlich, da darf nichts mehr passieren bei diesen 3, 4, 5 Bällen. Ja, jetzt darf nichts passieren. Aber er hat den Banker noch liegen, mein Gott. Naja, aber du weißt, da würde ich noch nicht mal so lange. Das ist oft so dieses, das einfache Programm abspulen wird auf einmal ganz schwierig. Ja, aber trotzdem, auch hier, wenn der Banker liegt, siehst du? Ja, aber. Gar nicht lange zögern, ja. Das heißt nicht, dass man überhastet spielen soll, sondern den Rhythmus beibehalten. Wie wenn nichts passiert. Liegt ja noch da, der Banker. Mhm. Aber du weißt, was ich meine. Also, das ist ja interessant, wenn du mal im Film arbeitest und sagst zu Laien, komm mal von da vorne, lauf einfach an der Kamera vorbei. Nur gehen. Das ist korrekt, ja. Gut. Das ist das Schwierigste, was du sagen kannst zu einem Laien. Ja, ja. Nur gehen, nur geradeaus gehen. Da wird jetzt jeder zu Hause schmunzeln, dann können wir das gerne mal machen. Ja? Beim nächsten Dreh kommt ihr vorbei. Und ich sage, einfach nur gehen. Die Leute gehen dann wie Primaten, also Parallelgang. Die fangen plötzlich an zu überlegen. Rechtes Bein, rechter Arm. Wie gehe ich eigentlich besonders cool? Nein, gar nicht so, sondern auf einmal wird etwas bewusst gemacht, was eigentlich im Unterbewussten läuft. Und das ist genau das Gleiche wie hier. Wenn du heute nervös bist bei einer 5-Beide-Situation oder so und du siehst auf einmal die ganzen Probleme. Ja. Also alles, was eigentlich unterbewusst du abspulst, immer, Freitagabend, immer. Und deswegen braucht man als Billardspieler welche Fähigkeit?
dass man eben die Bewegung nicht nur unterbewusst ablaufen lassen kann, somit in einen Lauf hineinkommen kann und diesen laufen lassen kann. Und B, wenn man in Druck kommt, muss man auch in der Lage sein, bewusst und konzentriert dieses Programm durchzuspielen. Und dann sind wir genau da, wo wir eben bei Jens gerade waren. Bewusster Rhythmus, bewusste Abfolgen. Mhm. Weil die dir helfen einfach. Ja? Mhm. Ja, das ist der Schlüssel, um sie einerseits... Also wenn du diese einfachen Dinge, wenn du... Boah, schau mal, grausam. Oh, das ist die eine Hälfte von Butterfly, die da liegt. Also und da ist nichts gefallen, oder? Krass. Oh, das bitte. Oh, jetzt kriegt er die Zigeunerfolie nicht weg hier. Da ist nichts gefallen. Das heißt, es ist das super fiese Anschluss-Safe. Naja, es gibt ja noch einen Push. Ich gehe von einem Push-Out aus, ja. Meinst du das? Was macht er denn da? Friemel, Friemel. Die Kombi nochmal korrigiert. Ja, genau. Ah, der Björn macht hier einen super Job. Das sieht echt aus wie ein Trickschuss hier, der halbe Butterfly. Ehrlich, ja. Die weiße, die drei und die vier. Dasselbe auf der anderen Seite nochmal gespiegelt und dann habt ihr den Butterfly, wo dann die sechs Kugeln in alle Taschen fallen. Wie lange bräuchtest du jetzt, um den aufzubauen? Wie lange bräuchtest du circa so? Eine Minute. Mhm. Weniger. Ich bräuchte auch nur 20 Sekunden, aber es würde auch maximal ein Ball fallen von den sechs. Ach so, ja, das geht auch. Das geht noch schneller, oder? Ja. Das ist schon eine Kunst. Das ist schon, wenn der mal steht, ist alles super, aber... Das ist wie mit den Zauberkünstlern. Die verraten ja auch, die Tricks sind... Ja, wenn man weiß, wie sie liegen, ne? Ganz klar. So, was für ein Angebot macht er denn hier, der Valerie? Ein Push-Out in den Jump? Ja, würde ich gleich sitzen bleiben. Ich liebe es, sitzen zu bleiben. Shiro gibt dir doch sofort ab. War schon damals in der Schule so. So, bleibt dem auch nichts anderes übrig, ne? Triff oder nicht. Versuchen muss er's. Und da sage ich mir immer, mein Bild im Kopf ist immer Hintern ruhig halten, wenn ich so da scharf zielen natürlich. Linie aufbauen. Und dann alles. Ui. Habe ich hier eine leichte Emotion erlebt? Ja, auf alle Fälle. War halt knapp. Ich meine, er hat vorhin den Einsteiger gehabt. Der war von der Schwierigkeit, würde ich sagen, die lange Eins ähnlich dem Jump hier. Mhm. Also beides keine Geschenke, aber beides in seinem Niveau machbare Aufgabe, die er eher macht als nicht, würde ich behaupten, bei beiden Malen. Mhm. Also ich glaube, dass er beide Male Minimum 70% hat. Mhm. Und das Was gefällt man, mir so Emotionen. Da weiß man, da ist noch Energie drin, da ist Wille drin. Und und es ist nicht dieses so, nichts Roboterhaftes, ja. Das hat richtig, da ist Persönlichkeit drin da. Gerade lese ich, dass wir ein wenig asynchron sind, ja. Wir sind asynchron? Das bedeutet nicht du und ich, sondern Bild und Ton. Ich sage, wiederhole das nur nochmal laut, dass es in der Regie ankommt. Vielleicht gibt es dazu irgendwelche Maßnahmen. Ansonsten ernst jetzt der Stream. Ich hoffe, unser Kommentar hinkt der hinterher oder ist da vorne dran? Dazu habe jetzt ich wieder eine wunderschöne Anekdote für dich, aber die muss ich dir leider auch geheim sagen. Okay. Also wir tauschen da nachher die wahren Geschichten nochmal aus. Erinnere mich an das Thema Asynchron. Mhm. So, Finalrunde schauen wir mal. Da gibt es noch keine Ergebnisse, das kann ich mir nicht vorstellen, aber... So, diese Partie auch ein Jump. Mündet ja in dem Geäst der Auslosung zum Sieger von Sebastian Stab und Dominik Jentsch. Also schon wieder eine garantierte nächste Kracherpartie. Das heißt, der Gewinner spielt entweder gegen Stab oder Jentsch. Oder? Das hast du Wobei genau. Stab und Jentsch natürlich auch schon wieder ein Kracher ist. Absolut. Ui. Mit Trichter. Und trotzdem leider in geschmeidiger Position liegen gelassen. Da wird nochmal das Geröll aus dem Weg geräumt hier von Valerie.
Aber es sind ja auch so Kleinigkeiten, um dich einfach wieder so ein bisschen reinzustreicheln in die Situation. Hier mal über die Bande streicheln, da mal am Tisch zupfen. Das ist ja alles. Genau. Alles auch erlaubt. Da mal die Kugel an die Wand dreschen. Alles erlaubt, ja. Im Zweifel. Da gibt es schon diese Tricks. Man sieht das zum Beispiel wunderschön, finde ich, das immer zu sehen, wenn die ganz, ganz großen Stars spielen und auf einen vermeintlich einfachen Ball nochmal komplett absetzen. Ja, wo der Laie oder der Spieler unterer Klasse den Ball wahrscheinlich einfach nur abdrücken würde. Und du siehst auf einmal, hey, das ist auch erlaubt. Auch ein Mehrfachweltmeister darf auf den relativ einfachen Ball nochmal absetzen. Schön zu sehen, wie das so unterschiedlich geschult ist. Einfach auch der psychologische, mentale Teil von diesem Billardsport. Ah ja, sehr schön. Gutes Timing, ne? Gutes Tempo. Es gibt auch mehrere Varianten, das zu spielen. Bevor ich die alle aufgezählt habe, hat er das schon gespielt. Das lassen wir mal. Er wird ihn auf Mitte gehen, oder? Er wird ihn nicht auf. Er müsste sehr halten und kullern, dass er ihn lang spielen kann. Er wird ihn lieber mit einem ordentlich mittleren Tempo auf Mitte spielen. Ticken kurz, da muss er noch mal ein bisschen nachsitzen auf die 4. Aber er ist noch nicht im Bedrängnis. Aber alles. Er empfindet es also. Von hier aus sieht er womöglich auch dünner aus, wie wir es eben oben gesehen haben. Oben, wissen wir ja, täuscht es manchmal. Ne? Da kriegen wir einen herzlichen Blick von Natalia, seiner Freundin, die ihn hier begleitet. Ja. Ihm aus zweiter Reihe die Daumen drückt. Aha. Okay. Machst du nach dem, nach diesem Rack? Wir haben gerade eine Regieanweisung bekommen hier, Sebastian. Klasse. Genau, und zwar kam Michael Mohr zu uns. Sollten auch die Namen natürlich. Autsch. Ja. Aber es geht um die Synchronisation dieses Streams. Genau. Michael hat gerade gemeint, sie werden nach diesem Rack, also nach diesem fünften Spiel in diesem Satz, den Stream stoppen. Keine Angst, einfach neu starten, F5 drücken. Das dauert so ungefähr 5 bis 10 Sekunden. Dann werden die Maschinen von E7 den Stream neu aufgesetzt haben und dann müsste das mit dem Ton auch wieder passen. Ja. Also momentan hinken wir 2 Sekunden nach, kann es sein? Oder wie war das? Okay, wir müssen also mehr antizipieren. Pass auf. Da liegt doch wieder so ein Banker, ne? Wir müssen jetzt leider die 2 Sekunden aufholen. Das werden wir jetzt mal versuchen. Liegt gerade, ja. Oh, schöner Ball. Hast du den Banker gesehen? Mitte Loch, jawohl. Und das waren 20 Sekunden bereits. Das waren 20 Sekunden, aber egal, ja. Oh, Loch Mitte, guck mal. Naja, schade. Okay, wir lassen das. Wieder zu weit aus dem Fenster. Wir haben uns Mühe gegeben, aber es macht irgendwie mehr Sinn, den Neustart durchzuführen. Ja, weil ich es schon angesprochen habe. Also Michael und Stefan Mohr, die Brüder hier. Unglaublich, was sie mit David Berkemeier, dem dritten Mann im Bund, das Triumvirat sozusagen. Mohr, Berkemeier, Mohr hört sich ja eigentlich mehr so nach einer Kaffeerösterei an, oder? Oh. Das ist bitter jetzt. Fühlt das sich gerade sicher nicht mehr so ganz fröhlich. Irgendwie.
Ja, und die drei haben sich richtig reingefuchst. Es gab ja mehrere Versuche. Es haben ja einige schon gestreamt und was versucht. Und es gab da auch schon ganz, ganz großartige Turniere und Beispiele. Aber man braucht auch so diesen langen Atem eben. Ja? Es ist, Refinanzierung ist ein Thema, unglaublich zeitintensiv. Ich glaube, dass die Freunde heute Nacht auch bis, weiß ich nicht, vielleicht sind sie auf 3 Stunden Schlaf gekommen, ich glaube eher nicht. Und das wahrscheinlich schon seit einer Woche. Also wirklich einfach Begeisterung, einfach Passion. Und der lange Atem eben. Und dann auch dieses Partnergewinnen, wie E7 zum Beispiel. Und das spricht ja auch dann für die einzelnen. Also es ist ein sehr verlässlicher Partner. Ja, für die Verlässlichkeit, sonst würde das nicht seit Jahren sehr wichtig wirklich gut laufen. So, genau, da müssen wir mal kurz die Hose nachrücken sozusagen. Ich mache das immer gerne in die Position so ein bisschen, so nicht so ganz, mal kurz die Hose hochziehen. Ja, da hat er eine kleine Aufgabe jetzt. Wenn wir mal schauen hier. Also er kann ihn rollen lassen, aber dann wäre es so super soft, wenn er noch eine Position auf die A7 haben will. Dann müsste er ja die andere Tasche nehmen. Wenn er die Tasche nimmt, was natürlich die angenehmere ist von dem Winkel, dann hat er natürlich ein Tempoproblem auf die 7. Ne? So oder so. Ich bin auch gespannt. Es kann ein ganz großer Ball auch sein. Von uns aus in die Tasche links unten. Er schaut, und sich, über grad, schaut sich gerade 4 Banden. Ja, 4 Banden. Aber dann muss er, so aber dann muss er in die andere Richtung spielen. Dann besteht da zweifache Scratch-Gefahr. Ja, aber und ich glaube, die 4 Banden muss er in die andere Richtung spielen. Ah, die ist ja doppelt versperrt fast. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass er durchkommt. Aber in die Ecke, rechts unten. Ja. Boah, das. Der Weg ist frei, aber das. Der Weg ist frei, aber es ist ein großes Ding. Mal sehen. Er spielt den. Da ist er. 1, 2, 3, 4 Banden. Position. Nehmen wir noch die 5. mit hier. Krass. Sehr, sehr schönes Ding. Super. Ja. Liegt natürlich gerade. Aber da hat er halt noch ein kleineres Feld auch gehabt, also auf die Seite. Ja. Super gesehen. Sehr schön gemacht, ja. Und der Valerie kann natürlich nur die Augen ein bisschen verdrehen. Das verstehe ich. Ja, da muss man mal nochmal die Rasur überdenken. Genau, da wäre doch was. Haben wir noch was vergessen heute Morgen? Ich übrigens auch. Wir zwei brauchen nicht reden. Ich habe mein Rasierzeug wirklich vergessen. Ja. Also nachher keine Fotos, bitte. So. Sauber. Aber das ist auch kein Gimmi. Schöne Linie hier. Und 4 zu 1. Ja, läuft alles für den Jerome momentan. Valerie nutzt auch die Gelegenheit hier und verlässt die Arena für ein Momentchen. Er verlässt die Arena. Er kann sich schon noch auf Widerstand, auf gehörigen Widerstand gefasst machen von Valerie, denn so wie er jetzt agiert, das wird er. Das macht er nicht ist, so lang. Ist auch definitiv nicht der Typ, der jetzt irgendwie hier Frustreaktion und lustlos auf die Bälle geht, sondern der schaut bis zum Schluss in jeden Ball rein. Darauf kannst du beim Valerie dich sicher verlassen. Der wird sich auf jeden Ball festbeißen jetzt. Aber das ist genau das, was du vorher meintest eigentlich, dass Valerie hier der Favorit ist, kann sich aber nicht darauf verlassen, dass Geronimo Chancen, die man ihm eventuell geben würde, nicht nutzt. Und genau das ist eingetreten. Genau. Es gab den einen oder anderen Fehler und Geronimo nutzt das bislang sehr, sehr gut aus. Bringt dann so eine große 6 wie hier gerade. Das tut seinem eigenen Gefühl nochmal richtig gut. Thorsten, guck doch nicht immer so ernst. Ja, in den letzten Fotos von ihm sehe ich, bringt er eigentlich das Lächeln, sein sympathisches Lächeln,
wird eigentlich nicht ausgespielt, finde ich. Macht da eher einen was weiß ich, Terminator oder so. Ja, er ist halt auch nicht Mr. Love and Peace, sondern der Hitman. Ja? Also, insofern muss er diese Brutalität natürlich auch verkörpern. Irgendwie. Wenn man ihn kennt, weiß man, das Lächeln steht ihm weit besser. Hier sehen wir übrigens Dana im Hintergrund, ja, mit dem schwarzen Shirt. Die Dana Stoll, das ist auch sie. Sie hat zusammen den Artikel mit mir geschrieben, der auf sixpockets.de unter dem Titel Quo Vadis, Pool Billiard, läuft. Und Mrs. Brain, würde ich mal sagen. Mrs. Brain? Wenn ich ihr einen Spitznamen geben würde, wäre es Mrs. Brain. Okay. Also da ist mal... Die geballte Kompetenz hier. Die ist BA mal aufgetaucht, wie sie da aufgetaucht ist. Sie hat mal richtig aufgeräumt. Hat übrigens ein schönes Hemd an, muss ich sagen. Wenn man später mal die Kamera das berücksichtigt, wirst du sehen, warum. Warum ich das sage. Aber momentan ist die Kamera beschäftigt. So, da kommt unsere Valerie Kolo wieder in die Arena zurück. Mit eigenem Break. Er hatte ein gutes Break vorhin. Er hatte ein sehr gutes Break vorhin. Dann ja den Einstiegs-Einser verschossen. Schauen wir mal, wie das hier sich gleich anlässt. 4:1 an die Regie. Die Einblendung bitte aktualisieren. War ein bisschen ungestümer. Aber mit ordentlichen Ergebnissen. Und Björn kriegt wieder eine Aufgabe mit der Folie. Zigeunerfolie da. Wir taufen das um von Magic Rag auf Zigeunerfolie. Kleine Bastelstunde hier. Lass er liegen, das Ding. Da hilft nur die Nagelschere. Aber in zwei Hälften schneiden. War nicht schlecht. So, was liegt da? Die 5 an der 10, das ist, glaube ich, trotzdem gut machbar. Fuß links, die 5. Ja. Die 3 liegt ganz passend dafür, um Position zu spielen. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Eigentlich ist 1 auf 2, 2 auf 3 sind so kleine. Also vor allem 1 auf 2 ist eigentlich die Schlüsselposition schon fast, würde ich sagen. Unbedenklich. Ziemlich viel Innen-Effet. Ja, er wird ein bisschen halten mit Links-Effet. Halten? Ja, also. Nicht. Das Innen-Effet bremst ohnehin da. Ja, das meine ich. Oh, schau hin. Ui. Und wieder der große Ärger da drin. Das läuft nicht so. Wollte er darauf? Ich hätte im Halten gemeint, auf der unteren Tischhälfte halten. Ich auch. Das hatte ich mit Halten gemeint. Er bleibt also im Kopf und nicht Kopfbereich, aber. Das haben wir dann falsch eingeschätzt, weil wir können natürlich das nicht so gut sehen wie jetzt wir. Also ja. Für mich war es ein Easy Roll mit links Effet. So der kommt aus. Automatisch. Und danach bist du ja fast im Stopp-Modus. Ja, Stopp. So sah es aus, ja. Hat anders ausgesehen. Da ist ja manchmal die Goldkante im Weg, oder? Na, ist man nicht. Okay, gut, guter Hit. Und ein Resave sogar mit drin. Viel mehr konnte er sich nicht erträumen eigentlich. Seinem Self-Save konnte er einen Resave folgen lassen. Bitter kommt überhaupt nicht so richtig ins Match. Ja. Man kann jetzt nicht sagen, dass es für ihn gelaufen ist. Ja. Nee. Und Geronimo kann man zugute halten, dass er die Chancen wirklich gut genutzt hat. Wirklich einfach, ja, das definitiv. Noch keine Partie der 8 laufenden Matches beendet. Im Hintergrund sehen wir Mario hier aufbauen. Das sagt bei Wexbreak gar nichts. Sieht so aus, wie wenn er jetzt Vorbande spielt. Hat es eine linke obere Ecktasche angesagt, nur zur Sicherheit. Aha. Dass die 3 Mittelfeld ist nicht weiter dramatisch, damit gibt aber dem Valerie eine Option. Ja. Was ist mit der Kombi?
Ist das eine Kombi oder ist es keine Kombi? So. Ursprünglich war der Plan natürlich, die 5 auf Loch zu spielen, Fuß links, aber hier, er muss ihn annehmen, aber es ist ein schwerer Ball. Ist wenn er die Synchronisation eigentlich durchgeführt inzwischen? Wenn er den Ball stellen will. Er hätte tatsächlich die Kombi probiert, aber auch die 2 fällt nicht. Es läuft wirklich bitter für ihn. Ja. Das ist nicht sein Tag heute hier. So, die Kamera ist wieder da. Wenn ich mal kurz... Oh, jetzt kommt erstmal der entscheidende Moment. Da bleiben wir erstmal hier. Denn das ist ein wichtiger Moment. Und da geht es ja entweder um die 10 oder, wenn er die 5 spielt, was die Weiße dann noch macht. Ne? Aber so wie es aussieht, geht die Kombi hier. Die geht an die innere Ecke. Das heißt, er müsste eigentlich auf der anderen Seite die Kombi treffen, um die 10 reinzumachen. Ja? Eigentlich ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, eigentlich ja. Oder wie man im Badischen sagt, weisch wie ich mein. Und deswegen guckt er auch von da. Ne? Das, von daher. Naja, klar, wegen des Fehls. Ja? Es ist dann da, wo er sein Köhen zeigt, auf der Bildschirmseite, die rechte Seite, da müsste er die Kombi treffen, um sie reinzumachen. Es sei denn, es wäre eine Lücke drin. Wenn die Lücke ist, so dann kann er vom ganzen Tisch aus schießen. So 5 mm reichen ihm, dann kann er. Dann kann er eigentlich vom ganzen Tisch aus schießen, weil dann ist es das, der, dann ist eigentlich der. Aber ich sehe da keine 5 mm. Du? Die liegen eher press, würde ich sagen. Eben drum. Und dann bleibt das so liegen. Oh, und dann nimmt er aber die 6 noch mit und macht, glaube ich... Die Carambolage ist noch da, oder? Macht aber hier... Die 5 ja. Noch dazu, Carambolage. Aber die ist arg dünn, die Carambolage. Gut. Ja, das ist ja... Vor allem kann er nicht mehr viel machen. Also entweder geht er oder nicht. Ja, aber... Auch bitter, die 6 genauso mitgenommen, dass er hier sich nochmal dazwischen fummelt. Mario hier... hat das Köln gerade auseinandergeschraubt. Das könnte bedeuten, dass er gewonnen hat oder verloren. Das wirklich? Bedeutet sicher, du, da dass die Partie das, aus ist. Du meinst, wir haben hier nur Möglichkeit A oder B? Ja. Wir haben ja, ich habe hier immer noch offen die Tabelle der Bundesliga. Da schauen wir gleich mal. Valerie hat 60% circa. 14 Siege, 10 Niederlagen und zu aller Überraschung 0 Unentschieden. Es gibt ja immer die Kategorie Unentschieden, was ich... Wo gibt's denn das? Hat doch kein Mensch, oder? Das ist die Billiard Area. Ah, das ist wahrscheinlich in der STO so vorgeschrieben, dass es theoretisch auch ein Unentschieden. Die Unentschieden Spalte muss, hat eine Lösungsberechtigung. Ich wusste das. Die Unentschieden Spalte muss. Ich wusste das, Ralf, da herrlich. Es ist einfach... Du bist so schön berechenbar, Ralf. Das ist herrlich. Wenn es um dieses Thema geht, natürlich nur, ja. Achtung! Und Foul, das ist wirklich völliger Tunnel. Das ist gerade einfach nur dunkel, was hier abläuft. Ich habe hier gerade eine Insider-Info bekommen, hier von einem Informanten von mir per SMS, ja. Dass Geronimo letztes Jahr zum Beispiel Nagold gewonnen hat. Okay. Also, da geht schon was hier. Auf alle Fälle. Dankeschön an die Info von meinem Informanten unter dem Decknamen Ilona. So. So. Ein bisschen weit. Ja. Also die 7 würde dann nicht, guck mal, also es besteht schon dadurch, dass die 10 da liegt, die Möglichkeit, dass er schon die lange Bande benutzt und die 10 nutzt, um die 7 reinzumachen, aber das ist schon ganz schön. Muss auch nicht sein, ne? Schon gewagt, muss nicht sein, wenn er sie nicht innen hält. Ich glaube, dass er innen hält, oder? Innen-Effet. Und da ist es Innen-Effet, aber das ist schon knapp oh. Und schon ist die Kiste. Das ist auch die Frage, ob der als Banker überhaupt noch geht. Da sehe ich eher einen Double-Kiss, glaube ich nicht. Also ich vermute, wenn ich hier einen Forecast... Da gibt es ja den schönen Pendelbändler. Nee, den lassen wir lieber fürs Buch. Ja, genau. Oh. Nee, die Variante gefällt mir jetzt nicht. Gefällt mir nicht. Ist zwar vertretbar von mir aus, kann man diskutieren, aber mir hätte jetzt gefallen durchaus
sie voller anspielen, linke Seite und die Weiße an der, zwischen der 9 und der Bande durchziehen, nah an die 10 legen. Und die 7 wäre dann lange Bande, Mitte Tisch hätte man sie im Schatten der 9 halten können. Er hat sich auch sehr schnell dafür entschieden, weil ich mir gedacht habe, ja. Warum eigentlich? So, schauen wir uns das mal an hier. Oh, man ist ja nicht zufrieden, oder? Kann man ganz schlecht beurteilen von hier. Von hier oben sieht er machbar aus, ja. Aber ich glaube, der ist schlimmer, wie er aussieht von hier. Der ist schlimmer. So, die Antwort gibt sowieso immer nur der Spieler und dann gucken wir mal. Ja, schau. Sehr schöner Ball, ja. Aber komm, muss noch ein Aber es darf Ball kein kommen. Solcher Ball liegen bleiben nach dem Safe. Es darf einfach so ein Ball, auch wenn der schwer war. Jetzt muss er nochmal so ein schweres Ding machen. Entweder wieder so einen super dünnen oder nochmal einen Banker. Aber Banker stimmt die Quote bisher, oder? Na, das ist der. Ja, sagt sie direkt an. Oh, das ist ein dünner Ball und fertig. Komm. Ja, was weiß ich. Was ist denn los hier? Oh, der ist aber festgespielt. So fest. Ich bin der Meinung, dass die meisten dünnen Bälle zu festgespielt werden. Vertiefe ich jetzt aber nicht. Muss man genauso muss man den spielen. Fertig. Von mir aus auch so. Wer trifft 5-1. Hat recht. 5-1, wer trifft hat recht. Und das ist in diesem Match... Eindeutig. Da hat Geronimo schon öfter mal recht gehabt in dem Match. Ja. Ja, auf jeden Fall. So, hier mal das Touch-Magazin auch eingeblendet. Ergebnisse nicht gemeldet. Die Nummer 1 in Europa. Nummer 2 ist eh niemand, oder? So viele Magazine haben wir nicht in Europa. Aber The One and Only ist damit die nette Beschreibung und ist ein super Magazin. 148 Seiten in Farbe. Alle Informationen, die man so braucht. Und für 5 Euro. Das kostet halt die eine Kolumne von mir. Der Rest gibt es dafür immerhin gratis dazu. Ne? Ich kann es nicht oft genug sagen. Es gefällt mir, das Sprüchelchen. So, sehen wir ein letztes Aufbäumen. Übrigens auch ein legendäres Magazin, und das gab es ja schon so Ende 90er Jahre. Da gab es so 4 Ausgaben oder 5, ich habe sie noch alle. Und die waren legendär, die waren berüchtigt damals, ja. So berüchtigt, dass sie eingestellt werden mussten. Und dann gab es vor einigen Jahren das Comeback des Touch-Magazins. Pflichtlektüre für alle Billardspieler. Und hier... Break. Und er sieht die 1, was das Wesentliche ist. Dass er starten kann. Schauen wir uns mal das Feld an. Einziges Problem, die 3. Naja. Aber er kommt jetzt hier, wenn er die 1 nimmt, wird die Weiße auf natürlichem Wege knapp, aber wahrscheinlich an der 5 vorbeirauschen, sodass er die Weiße so zwischen 7 und 2 platzieren kann. Und wenn ihm das gelingt, dann kann er sich auch ganz gut zur 3 bewegen. Mal schauen, knapp an der 5 vorbei, zwischen 7 und 2. Ja, darüber kommt er automatisch. Ja, genau. Wenn er jetzt einigermaßen passt, geht's gut weiter. Jetzt hat er den Winkel. Aber du hast schon recht, das entscheidet sich jetzt wirklich hier bei der 3. Kann man ihn ziehen? Ich glaube, würde er auch tief rangehen. Oh. Neigt dazu, relativ schnell zu spielen. Jetzt ist das ja nicht gesagt, dass das schlecht ist. Ja, er hätte da ruhig mal alle Varianten. Aber nochmal ein bisschen können, mehr was so passieren. Ja, kann, auf der anderen Seite haben wir ja auch gesagt, jeder Spieler sollte seine Eigenschaften haben. Und wenn er ein Mann schneller Entscheidungen ist, dann. Ja, dann ist sagt das schon sein Name, Geronimo hier, der geht aufs Ganze. Geronimo! Oh, den hätte er gern ganz anders getroffen. Ja. Denn selbst wenn er nicht, so wie er ihn im Kopf hatte, selbst wenn er nicht fällt, hat er sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ein Safe ist durch die 7. Ja. So, und jetzt ist einfach nochmal letzter Aufruf Valery Kulojans.
Hektar. Ich meine, du machst das 5-2, hast Brexit 5-3. Hält er ihn oder wahrscheinlich große Hafenrundfahrt, drei Banden oder Konter oder wollen wir mal sehen. Nee, er lässt rollen. Er lässt ihn laufen, lässt rollen. Ja. Das ist sehr vernünftig, wenn das möglich ist, ja. Okay, wieder zu kurz. Er täuscht sich auch hier. Einige Spieler, wo sich hier im Tempo, ich habe selten gesehen, dass sie zu lang waren im Tempo. Ja, ja meist die meisten kurz. Zu kurz, ja, richtig. So, ne? Bisschen weit, aber ich glaube, saubere Wirkung in den Ball. Ist noch in der Dann hält er ist den noch in der Wohlfühlzone. Hält er den wunderbar, ja, denke ich auch. Obla, Entschuldigung. Kann man ja mit rechtem Effekt mal ein bisschen den Winkel entschärfen, ne? Ja. Und dann schauen wir gleich mal, wie er die Tatsche genau ausnutzt jetzt in dem Fall. Achtung, rechtes Effekt. Und es ist perfekt ausgenutzt und dann sogar fast schon zu viel, siehst du? Und das schafft man aber nur, wenn man durch das rechte Effekt, wo man gibt, dann auch tatsächlich so zielt, wie man vorbeizielt, wie wenn es die rechte Ecke wäre. Ja. Und wenn du nämlich immer noch Mitte Loch zielst und noch rechtes Effekt gibst, dann nutzt du ja die Tasche auf der linken Seite aus, dann nützt es nichts. Ja? Und zu trauen, sich daneben zu zielen eigentlich, das tut man nicht. Ne? Das tut man erst, wenn man wirklich sich oft genug zum Beweis geliefert hat und es auch definitiv wahrgenommen hat. Ja. Das ist also cheating the pocket. Cheating the pocket. Und gleichzeitig aber create your own angle. Das muss auch wirklich gelernt werden, cheating the pocket. Ja. Das liebe ich sehr, wenn Buddy Hall in seinen Videos sagt, you have to create your own angle. Mehr also kommt gar nicht rüber. You have to create your own angle. You have to create your own angle. Okay. Also den eigenen Winkel kreieren und herstellen. Mhm. Aber er sagt das in Unvergleich. Yeah, now you have to create your own angle. Eine meiner Lieblingsphrasen. Ja, aber du kannst dir diesen Winkel tatsächlich herstellen. Das ist im Prinzip das, dass du mit dem Effekt es korrigiert hast, dann auch sehr viel mit dem Tempo zu tun. Ja. Und da sind wir dann auch wieder übrigens bei dem Vergleich, weil ja öfter der Snooker-Pool-Vergleich ist. Solche Techniken musst du natürlich können im Pool, weil die Toleranz da ist. Nur die Toleranz sorgt ja dafür, dass solche Techniken beherrscht werden müssen. Ja? Und so habe ich ja oft die Diskussion gehabt, natürlich ist Snooker, das Treffen auf dem Snookertisch schwieriger. Ja? Aber was ist schwieriger? Dass mehr Techniken zu können, die man halt braucht, weil die Toleranzen es vorgeben. Ja, oder eine oder weniger Techniken, aber dafür umso präziser können. Ja. Ne? Wobei ja nichts dagegen spricht, endlich von 9 auf 10 Fußtische zu gehen. Ja. Aber um wieder eine andere Diskussion zu eröffnen. So, gutes Break. Ja. Mal schauen, was mit der 1. Die 10 übrigens gefallen. Das haben wir viermal gesehen. Ich habe es jetzt, glaube ich, 2 Jahre gar nicht gesehen. Mhm. Und viermal jetzt in 2 Tagen oder 5 Mal. Die Goiner-Schablone da. Die muss ich mitnehmen, die Schablone. Das ist mal klar. Die brauche ich. Oh, da verabschiedet sich ein gewisser Dominik Jentsch. Was ist da passiert? Ist sowas. Keine Chance, sagt er. Anerkennung für den Gegner. Gegen Sebastian Stab verloren. Einer der Top-Favoriten, würde ich sagen. Dominik Jentsch verliert gegen Sebastian Stab. Verabschiedet sich. In letzter Zeit hat Sebastian wirklich auch eine gute Zeit, möchte ich mal sagen. Der kommt wieder richtig gut rein hier. War ein bisschen still so, 2 Jahre so um ihn. Und jetzt kommt da wieder einiges, glaube ich. Sebastian ist in Spiellaune.
somit wissen wir, wer auch immer diese Partie hier gewinnt, die gerade läuft, er wird gegen Sebastian Stab spielen. Und wir wissen auch, dieser Sebastian Stab ist in guter Verfassung. Man höre und staune. Er schlägt Ottermann 7-1. Oh. Er schlägt Jensch 7-2. Oh. Also vielleicht sollten wir unser Gespräch über Geheimfavoriten nochmal neu aufgreifen. Vielleicht sagen wir das den beiden und dann sagen sie vielleicht, ja okay, lassen wir es Schraubenzimmer gehen. Ich glaube nicht, aber ich glaube nicht, aber wahrscheinlich bedanken sie sich bei uns. Ja super, gut, dass ihr uns gewarnt habt, lassen wir es. Jetzt bin ich gespannt. Also, was ist hier? Ach, hast du das gesehen? Oh. Ein Oh, das ist unfassbar. Er hat dann mit dem Kö, wollte Position rummachen und aus Versehen dann die 8 berührt. Wahnsinn. Foul. Ist das Nervosität? Das ist hastig irgendwie. Ich habe vorher gesagt, er wirkt mir so ein bisschen hastig, nervös und hippelig. Und ja. Und dann kommt sowas, das wünscht man natürlich niemandem. Weil jetzt so war gerade der Moment, wo er sagt, jetzt hat er das Break von Geronimo quasi sich geholt, eigenes Break jetzt, mit Safe eingestiegen. Ja. Da muss irgendwas Beruhigendes nehmen, so Galama-Tee oder so. Was, wo man nicht gleich einschläft, aber fast. Also nochmal, für jeden, der es nicht mitbekommen hat, der hat sich jetzt Positionen ausgemessen, der hat eigentlich geschaut, was muss ich machen für die 4. Mhm. Und hat mit dem Kö beim gedanklichen Durchspielen der Partie die 8 berührt. Ja. Also einfach ein eigentlich richtig doofes Flüchtigkeitsfoul gemacht. Kann passieren, ganz das klar, aber ist natürlich so. Das ist so, wie wenn einem die Kreide runterfällt mit dem Kreiden und eine Kugel berührt. So. Ja. Irgendwie, so. Hat er auch schon jeder mal, wo du sagst, ja, oh Gott, ja, kann nicht wahr sein. Ja. Aber es gibt auch noch. Er darf wieder. Aber die Reaktion, schau die Reaktion an. Kein, er darf wieder hoffen. Kein Zucken da. Mario He schlägt Markus Buck mit 7-3. Ein Ultrakurz-Jump. Also ist eine gute Entfernung zum Jumpen. Das sagt ihn auch an. Aber darf halt nicht zu lang jumpen. Nicht, dass er auch noch über die 4 auch noch drüber jumpt. Das heißt, wird eher so in der Dart-Technik geführt. Fürchterlich. Fürchterlich. Oh, jetzt kommt doch wieder der Ausleger eher. Ja. Oder doch lieber die Dart-Technik. So die Dart-Technik wie aller Dr. Popper, wo du das Köse richtig nur auf die Schulter auflegst, den kennst du auch. Das ist, oh, ich find's fürchterlich. Den brauchst du bei verschiedenen Artistikstößen, ohne geht es ja, gar ja, nicht. Ja, klar, aber eigentlich waren wir froh, dass wir dieses Vorderteil-Gejump irgendwann los waren. Ja, ja. Das war ja ohrenbetäubend meistens. Jetzt kommt da der Dr. Popper her. Ja. Du kannst dich nur erinnern, wo Köse auseinandergeschraubt und mit dem Vorderteil wackelig und dann kamen irgendwann die Gewichte in die Gewindeschraubungen. Mussten die Regelmacher hinterherziehen. Ach, und so. Ja, ja, klar. Und dann gab es den Frog und dann kamen die nächsten Generationen an Jumps. Alles angefangen in den 80ern, wo Mike Siegel da angefangen hat, mit dem ganzen Kö-Jumps zu machen. Ne? Ja, ja. Und dann kamen die ersten Jump-Kös und verwunderlicherweise von Miucci. Eigentlich nichts. Hat zwar besser funktioniert, aber war noch nicht das optimale Jump-Kö zu dieser Zeit. Ja. Und ja, und von da ging es aber weiter. Dann wurden immer mehr Jump-Kös. Aber dann kamen die Jump-Kös. Dann war es schön, diese Entwicklung einfach zu sehen. Ja. Da kamen die Entwicklungen. Ein Jumpkin muss so schwer wie möglich sein. Ja, ja, ja. Dann kam in die Entwicklung, es muss so leicht wie möglich sein. Also. Ja, zwischendrin gab es die Eisenstangen, ja. Da haben sie so Metall gehabt, echt. Ja, ja, ganz, ganz wüste Geschichten. Und teilweise gar kein Leder. Dann musste es Leder sein, dann haben sie Ledergemisch gemacht. Also das ist Wahnsinn, was die sich einfallen lassen, brutal. Das können wir abstellen, indem wir dann einfach nur noch sagen, was weiß ich, nur noch ein Kö erlaubt oder so im Spiel. Ich habe ein Match gesehen mit Moro, Ismael Paez. Ismael, okay. Und er hat dann den Schiedsrichter gefragt, Jump Shots allowed? Mhm. Und der Schiedsrichter hat gemeint, ja, es kommt auf dein Kö an. Ja? Also, weil das war damals, musst du eine gewisse Länge haben und so. Und
Moro schaut ihn an und fragt sich, what do you mean? Und hat ihm das Spielkö hingehalten und gesagt, das ist mein Kö. Ja. Ja. Also er hatte kein Jump-Kö, sondern er wollte natürlich mit dem ganzen Kö jumpen. Ja. Und hat die Frage, also er hat sie natürlich nicht schon verstanden, aber so, what do you mean? Das normale Spielkö eben. Ich habe damals auch mit dem normalen Spielkö, weil wir das so gelernt haben, damals in den 80ern im Billardcafé, wahrscheinlich konnte ich auch mit dem normalen Spielkö Jumps machen. Das ist einer der ersten auch. Und ich kann es mittlerweile gar nicht mehr. Also komplett verlernt. Also ja, ab eine gewisse Distanz geht wieder so. Gar nicht mehr. Ich krieg gar nicht mehr. Das ärgert mich massiv, muss ich sagen. Wäre jetzt sehr wichtig, dass er dieses Rack sauber durchbringt. Dann liest sich alles wieder halb so schlimm. 5-3 ist irgendwie... So. Erstklassiger Service. Stream läuft wieder sauber, höre ich. Das ist vielleicht auch der Aufruf nochmal für den Donate, den PayPal-Button. Den Donut-Button? Beteiligt euch ein bisschen an diesen wunderbaren Übertragungen und sorgt auch mit dafür, dass es immer wieder und immer mehr davon gibt. Hier stellt eine Frage, Ralf, warum 10-Fuß-Tische? Da müsst ihr mal in dem Artikelarchiv schauen vom BA. Da habe ich einen Artikel 2008 oder 2007, das ist ärgerlich, macht die Suche so schwer, 2007 oder 2008 einen Artikel geschrieben, warum 10-Fuß-Tische? Das beantwortet genau die Fragen auf knapp 2 Seiten. Und ist auch ein Thema jetzt in Amerika mit Diamond Tables, die ja verschiedene Events auf 10-Fuß-Tischen wieder spielen. Und es ist nichts Neues, sondern es ist das normale Standardmaß, das bis 1949 galt. Mhm. Ja. Der Titel von dem Artikel, vielleicht hilft es dann bei der Suche, heißt Back to the Roots. Back to the Roots heißt der Artikel. Ist auch kürzlich in einem amerikanischen Magazin auf Englisch erschienen, bei Professor Q-Ball im Internet. Ja. Okay. Weil das also fanden die interessant, dass ich dieses Thema 2007 oder 2008 aufgegriffen habe und das ist jetzt tatsächlich von Diamond umgesetzt wurde. Ist das nochmal ein Weg zurück ins Match für Valery Koloyans? 5-3. 5-3. Immer noch die Führung von Geronimo. Der jetzt auch das Break hat. Ja. Insofern hat er zwar den Druck erhöht jetzt auf Valery, weil er nachgezogen hat und sich Geronimo auch ärgern kann, weil es auch auf eigenen Fehlern beruht, hat er den Druck schon erhöht, aber er hat noch, er ist in der komfortablen Situation noch zu führen. Auf jeden Fall. Spieler. Mein Favorit ist das Stäbsche Sebastian. Hier übrigens im Hintergrund zu sehen, ist jetzt nochmal Dana, aber jetzt sieht man das Hemd, da verdeckt sie die eine Stelle, die ich eigentlich sagen wollte. Mrs. Brain. Und wenn ihr mal eine interessante Webseite mit interessanten Themen lesen wollt, dann wäre das kunstderkugeln.de, einfach zusammengeschrieben. Kunstderkugeln.de ist ihre Webseite und da könnt ihr mal Billard-Diskussionen oder Billard-Ansichten auf ganz anderem Level erleben. Mrs. Brain. So. Ja, sehr, sehr ordentlich. Der Björn schüttelt den Kopf. War wieder die letzte Bewegung am Tisch. Die letzte Bewegung am Tisch war die 2, die genau auf die Folie lief. So, und das ist ein machbares Layout, würde ich sagen. Saubere Stellung auf die 2. Die 2 geht gut. Man kann die 10 als Blocker geht verwenden. Gut. Wenn die Stellung 1 auf 2 ist, ist doch der entscheidende Ball. Komm, reicht doch schon. Oder? Ja, natürlich reicht es, aber er muss so nah an die 2 und wenn er die 2 spielt, ist er so nah auch an der 10, dass als Gegner fühlst du dich herausgefordert, erstmal pro forma faul zu sagen.
Ja. Einfach nur, um Stress zu erzeugen, hör mal. Ja. Amerikanische Tradition. Da steht man auf und sagt erstmal faul und wartet mal ab, was passiert. Und dafür ist Björn Brenner hier, der Schiedsrichter, viel zu souverän. Ja. Oh, reicht noch. Ja, es reicht noch. Bisschen die falsche Seite. Muss halt die Oma rausholen. Bisschen die falsche Seite der mit links spielen. Tasche erwischt. Spielt mit links. Vielleicht ist er sogar links. Ist er Linkshänder? Weiß gar nicht. Nee. Wir schon langsam jetzt ein bisschen unruhiger hinter uns bei der Turnierleitung. Bedeutet, dass wir hier einige neue Ergebnisse wohl haben. Ja, noch nicht. Stab und He sind die ersten zwei von acht. So. Ja, wenn er jetzt on the hill ist, dann ist natürlich wieder eine gewisse Entspannung beim Geronimo eingetreten. Ja, hast du auch jetzt gemerkt, wer die 7. Er fühlt sich richtig wohl. Ja. Das ist, er hat gerade den Winkel ein bisschen versemmelt, würde ich sagen. Versemmelt, ja. Er hat ihn aber flott abgedrückt. Eigentlich zu flott. Siehst du, deswegen muss er auch nochmal absetzen. Er hat den Winkel versemmelt. Aber du merkst, vor der 7 hast du gemerkt, er ist einfach, fühlt sich an sich gut. Aber der Fokus war dann für einen Moment eben weg. Ja, ein bisschen overpaced. Aber hat sich für Konter entschieden. Ja, okay. Gut, da hat er nochmal innegehalten sozusagen. Friss oder stirb? Da hätte die 9 auch nochmal beinahe innegehalten. Und damit 6. Und da kommt 3. Die Faust, die geballte Faust. Klar, on the hill, Geronimo Weißenberger. So, und hier mal wieder unsere. Jetzt der nächste Break liegt bei Valerie. Hat also noch die Chance, sein Survival-Training ein wenig fortzusetzen. Jetzt inzwischen neue Diskussionen hier? Nee, sie hatten gerade nochmal Serverprobleme, aber sie arbeiten wohl daran. Hier, da ist zuletzt, läuft alles bestens, das hören wir natürlich gerne. Ich hoffe, das ist bei euch allen so zu Hause. Okay. Valerie am Break, das ist nun wirklich der letzte Strohhalm. 3 und die 5 hinter der 1. Er braucht 4 am Stück und Breakfoul und offener Tisch. Mit Ball in Hand für Geronimo. Ja, da kann er mit Recht unzufrieden sein bisher, der Valerie, mit der Performance. Wird er sich sowas von ärgern, wenn er das ja ansieht? Definitiv, ja. Weil definitiv. Da ist so viel mehr drin, wir wissen ja, was er drauf hat. Ja, und auf der anderen Seite natürlich Respekt für Geronimo, dass er hier so abgeklärt hier die Chancen nutzt. Ne? So, im Hintergrund vielleicht nochmal. Wir nähern uns dem neuralgischen Moment. Wo ist die 4? Ist sie schon weg? Nee, ist wohl 10. Ah, da. So. Da kann er fast natürlich einen Lauf spielen, fast. Ja, so viel zu fast.
ein bisschen zu fest, da war mehr Stun dabei, deswegen ist sie eher der Tangente entlang gerollt, statt natürlich einen Lauf zu spielen. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Ja, der geht ihn an. Der geht ihn an und ich würde auch sagen, er macht ihn. Hat ein paar so gute Bälle gemacht oder findet er ein schönes Safe? Schauen wir mal. Ich unten noch überlegen. Momentan. So sehen wir es besser. Ja, also er hat die Wahl, rechts oder links, so wie es aussieht. Ja. So, da, jetzt können wir wieder mitgucken. Ja, er steigt aus. Oh, nee. Nicht aussteigen, aber warum spielt er denn? Aber war irgendwie so eine... Warum spielt er denn? Ich meine, okay, die 8 ist relativ unauffällig von der Farbe. Wahrscheinlich hat er sie nicht gesehen. Ne? Oh, da liegt ja noch die 8 im Weg. Das war ein echter Geronimo. Ja, da kommt auch noch er was. Hat seine Geheimnisse, ja, nicht nur wir. Er hat so seine Geheimnisse. Eine Bande ist auch noch drin. Inside right und geht dann noch eine Bande Ecke, denke ich. Weil der Safe jetzt hinter der 8 ist ein bisschen gewagt. Snooker Safe 4 Banden, hätte ich gesagt. Den Banker probiert und der ist gut daneben gegangen. Und guck mal, was er da hinlegt. Beide Taschen versperrt. Ja, da kommen so komische Bemerkungen von hinten, ja. Wir nehmen uns, bestehlen uns hier die Show, ja. versucht die Weiße hinter die 6 zu bringen. Perfekt. Super Ball. Ja, wie wir es aber gesagt haben, er wird sich wehren bis zum Schluss. Da wird es sicher keine Frustreaktion geben von wegen Unlust. Der Valerie, das ist schnell umgedreht, trotz Wechselbreak. Bislang hat er natürlich viel zu viel verschenkt. Ich glaube, er muss ja über die kurze Bande gehen, oder? Aber bei der langen Bande ist es die 7, die sich ganz schön breit macht. Wenn er die kurze Bande nimmt, also kurz und lang. Jetzt tauscht er noch ein paar Kochrezepte mit dem Schiedsrichter aus. Ja. Muss natürlich auch sein. Ja. Ja, gerade entgeht mir, um was es da gerade geht. Ja, da ging es darum, ob man beim Marmorkuchen entweder 4 Eier oder eher 5 reinmacht. Ja? Also Kochrezepte. Ob er Valerie schon einen Foul hat, ob er schon einen Foul gehabt hat vorher oder nicht oder so. Was weiß ich. Ich habe es gerade überhaupt nicht verstanden und vor allem das Ergebnis habe ich überhaupt nicht verstanden. Meine Herren, also die studieren Wirtschaftsrecht und Bauingenieurwesen, ja. Da kommen wir einfach nicht hinterher, verstehst du? Aber es geht ja um Sport und ich als diplomierter Diplom-Sportwissenschaftler sollte eigentlich... Was war das jetzt für eine Frustreaktion von Jerome? Ich weiß nicht, um was es ging und dann sagt er aus Frust irgendwie den Ball mit dir an und schiebt die Weiße ins Loch. Ja. Das war sicher nicht eine raffinierte Lösung, so viel ist mal klar. Das war ein echter Geronimo, ja? Das war ein echter Geronimo. Also wir haben ja seit 2 Tagen wünschen wir uns Charaktere am Billardtisch. Ja, da haben wir doch 2. Danke bitte. Dafür, aber... Das sind so Sachen, ne? Da hätte er doch eher zu weit, ja, dann auf die andere Seite der Position spielen können. Wahrscheinlich, vielleicht wollte er es auch. Ich gehe davon aus. Das war ein echter Geronimo.
Was? 7 Mitte? Die kurze Bande, lange Bande. Ja. Zwei Vorbanden. Oder auch nur. Haradinaj gewinnt auch eine auch gegen Cross. Oder? Zwei. Schön langsam füllt sich zwei das Vorbanden. Feld der letzten acht. Zwei Vorbanden, oder? Ja. Ich denke, eine Vorbande wäre besser gewesen. Weil bei zwei Vorbanden muss er ja sehr fest spielen, auch überhaupt. Ne? Und dann wird der Ball natürlich kürzer in dem Sinn. Hm. Also, wenn wir unsere bequeme Situation hinterher, wäre es uns immer besser, wenn wir die natürlich voll ausspielen. Naja, klar, sowieso. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. So, geht er noch dünn oder was? Oder ja, Banker oder Safe? Geht noch dünn. Und weil er sich gerade auf die Dünnen so eingespielt hat, legt er sich noch ein dünner. Hier, das ist das Kätzchen, ne? Mit dem er so, ne? Da krallt sich fest, der Valerie. Ne? Das ist das passende Kätzchen. Ja, so ein Kätzchen ist es nicht mehr, meinst du? So, three more to go. Drei Bälle für den Match gewinnen. Ich glaube, er zieht ihn raus, oder? So schaut's aus. Mhm. So, und das ist dann Matchball. Machbar, oder? Da gibt es wenig Quote. Da gibt es wenig Quote. Damit gewinnt Geronimo Weißenberger gegen Valerie Koulouyan 7-3 im Achtelfinale. War unser erstes Achtelfinalmatch. Und wir sind gespannt, was wir als nächstes hier auf unseren Center Court erleben werden. Ich glaube, das steht schon fest. Das wird Mario He gegen Roman Hübler sein, aber wir werden es gleich aufklären. Okay.